In einigen Wochen fahren hier Bagger auf. Sie tragen auf dem Kirchenplatz in Willisau rund 1 Meter Erdreich ab. Erde, die sprichwörtlich reich an Informationen ist, Informationen von einem früheren Willisau. 1 Meter, das sind 500 bis 1000 Jahre. Wahrscheinlich hat das damit zu tun, dass wir den Kirchenplatz. Das Herz der Archäologen blühtet. Informationen werden unwiederbringlich gelöscht. So der Leiter der Kantonsarchäologie, Jürg Mansen, gegenüber dem regionalen Fernsehen Telenaftele Zentralschweiz. Es ist aber so, dass natürlich jetzt sehr viel verloren geht beim Bauen. Das ist einfach so, wir können die Situation nicht ändern. Wenn die finanzielle Situation schlecht ist, dann können auch wir nicht alles machen und wir müssen zurückstehen. Aber es ist natürlich ein Problem, wo wir intensiv nach Lösungen suchen dafür. Eine reduzierte Grabung hat in den letzten 6 Wochen versucht, wichtige Zeugnisse aus der Geschichte von Willisau zu retten. Das hat man unter diesen Zelt gefunden. Fabian Küng, wissenschaftlicher Leiter der Grabung hier in Willisau. Wir sind jetzt im Inneren des Grabungszelts. Kurz zusammengefasst, was sind die wichtigsten Erkenntnisse, die ihr hier gewonnen habt? Wir konnten hier am Kirchenplatz zeigen, dass wirklich unmittelbar unter der heutigen Pflasterung die Geschichte von Willisau anfängt. Das liegt dort der Brandschutt von der Zerstörung von Willisau, wahrscheinlich 1386. Zu diesem Zeitpunkt ist auf dem Kirchenplatz noch ein Gebäude gestanden, ein ausdehntes Gebäude, wo wir annehmen oder vermuten, dass das die damalige Märthalle von Willisau gewesen sein. Was für uns aus archäologischer Sicht fast noch spannender war, ist, dass wir das erste Mal auch wirklich einen grösseren Einblick hatten, auch in Willisau vor der Stadtgründung, also ins Dorf, das hier in den Jahrhunderten vor 1300 bestanden hat. Wir haben zahlreiche Werkgruben, Hinweise auf verschiedene Handwerker, wie Schmied und ähnliche Handwerker, die hier tätig waren. Und das Dorf Willisau ist dann um 1300 eben ganz gezielt für den Bau von der Stadt abgerissen und ausplaniert wurde. Wäre das quasi so ein Dorfplatz, ein Kern von dem früheren Dorf gewesen? Es sieht so aus, dass wir hier eher so in einem Werkplatzbereich sind, vielleicht eher Hinterhofbereich. Man muss sich vorstellen, dass sich das Dorf um die Pfarrkirche von Willisau ausgedehnt hat. Wie das genau aussieht, das wissen wir heute eigentlich noch nicht, weil die Aufschlüsse dazu relativ gering sind. Gebäude zu diesem Dorf hat man in den 90er Jahren am Rand des Kirchenplatzes erst mal feststellen. In dem Bereich, wo wir jetzt gerade haben, sind es vor allem Werkplätze und Gruben von Handwerkern. Fund auf dem Kirchenplatz zusammengefasst, wenig spektakulär, aber sehr aufschlussreich. Nochmal zurück zum Jürg Manser, Leiter der Kantonsarchäologie. Vielleicht kurz einen Überblick über Kantonsarchäologie. Wo sind ihr überall drinnen? Was für Projekte sind ihr jetzt gerade am Bearbeiten? Ja, im Moment laufen wir ein bisschen auf Sparflamme im wahrsten Sinne des Wortes. Oder? Wir sind an verschiedenen Stellen im Kanton, also in Sursee auch tätig, jetzt in Willisau hier. Allerdings eben, wie ich gesagt, auf reduzierter Flamme, weil einfach unsere finanziellen Möglichkeiten erschöpft sind für dieses Jahr. Die Bautätigkeit ist aber ungebrochen hoch und wir haben grosse Mühe, eigentlich unseren Auftrag zu erfüllen. Weil eben extrem viel gebaut wird im Moment und sehr grosse Flächen auch betroffen sind von diesen Bauvorhaben. Also es ist, im Moment ist die Situation für die Kantonsarchäologie sehr schwierig. Welche Projekte betreut ihr jetzt gerade? Also wir müssen uns, mittlerweile ist eben die Schwierigkeit die, dass es auch für die allerwichtigsten Untersuchungen das Geld auch nicht mehr reicht. Wir müssen uns wirklich auf die absoluten Top-Objekte konzentrieren. Oder? Und da gehört Willisau eigentlich dazu. Wir sind sehr froh, dass wir hier jetzt zwar nicht die ganze Fläche, die das nächste Jahr überbaut wird, aber doch immerhin einen Ausschnitt von 100 Quadratmetern können untersuchen. Und man hat jetzt das auch sehr schön, man sieht das in dieser Grabung sehr schön, auch wenn Sie als Besucher vorbeilaufen und reinschauen. Der Boden ist voll mit Geschichte, mit Spuren von der Geschichte von Willisau. Und immerhin, wir sind dankbar um das, was wir jetzt machen können, einen Einblick nehmen. Oder? Es ist aber so, dass natürlich jetzt sehr viel verloren geht beim Bauen. Das ist einfach so, wir können die Situation nicht ändern. Wenn die finanzielle Situation schlecht ist, dann können auch wir nicht alles machen und wir müssen zurückstehen. Aber es ist natürlich ein Problem, wo wir intensiv nach Lösungen suchen dafür. Was man unter dem Kirchenplatz gefunden hat, dazu der Grabungsleiter Fabian Küng. Und Sie sehen einfach, wie unspektakulär das auf den ersten Blick aussieht, oder? Mhm.
Sie haben einerseits hier Tierknochen, beispielsweise Knochenfragmente. Das ist eigentlich nichts anderes als Abfall schlussendlich, als Schlachtabfall, ja. Ja. Die uns dann einen Hinweis geben auf den Speiseplan der Leute. Also das kann dann schlussendlich bis zu Fischschuppen und so weiter gehen, die sich im Boden erhalten, die einem den ganzen Speiseplan eigentlich zeigen. Sie haben Keramik, die für uns vor allem auch darum wichtig ist, weil sie uns wichtige Hinweise gibt auf die Datierung auch von den entsprechenden Schichten. Ja. Es gibt auch so unförmige Geschichten wie das hier. Also das ist jetzt aus der Dorfzeit beispielsweise. Das ist ein Stück Eisenschlacke mit Ofenlehm dran. Also das ist offensichtlich ist da ganz in der Nähe eigentlich eine Schmitte, wo man dann die entsprechende Essen verschlagen hat. Das sind eigentlich so wirklich mit, für uns sind fünf Informationsträger, die man entsprechend analysieren kann. Und wenn wir alle die Informationen zusammentragen, haben wir auch ein entsprechendes Bild über die soziale und wirtschaftliche Stellung oder Struktur von der Gesellschaft, von der Bevölkerung kann daraus herausziehen. Ja. Das ist Rinderschädel. Ah, genau. Also hier sind Hornzapfen. Ja. Da werden die Augen. Genau. Und Sie sehen jetzt, in einem Museum kann man das nicht. Also man kann es als Installation, als Häufchen oder was auch immer, einfach zum Zeigen. Aber als Objekt selber sind die meisten Stücke einfach wirklich zu wenig spektakulär. Der Leiter von der Kantonsarchäologie, der Jürg Manser, gegenüber dem regionalen Fernsehen Telenaftele Zentralschweiz. Was für einen Stellenwert hat Willisau? Also Willisau ist wissenschaftlich eine ganz wichtige Fundstelle. Wir sind, das wissen Sie, sind ja seit vielen Jahren intensiv am Forschen gewesen, auch in Willisau. Es sind auch schon Publikationen erschienen über die archäologische Stadtgeschichte. Wir haben einen guten Kenntnisstand. Das ist eigentlich, hat Willisau eigentlich über die Schweiz heraus bekannt gemacht, als sehr gut erforschte Kleinstadt archäologisch. Das ist insofern eben erfreulich, das ist nicht Durchschnitt, das ist nicht alltäglich, oder? Dass eine Stadt vom Format von Willisau, auch von der wirtschaftlichen Bedeutung von Willisau, archäologisch so gut untersucht ist. Oder? Und das ist etwas, wo man muss wertschätzen. Oder das ist ein Stand, den wir jetzt erreicht haben. Wir haben schon sehr viel Geld investiert in die Erforschung dieser Stadt. Und man kann wirklich auch noch nicht sagen, wir wissen es jetzt. Oder das wäre jetzt falsch zu sagen, ja, wir haben schon so viel gemacht hier. Es ist jetzt alles bekannt, das ist gar nicht der Fall. Also insbesondere über die ganz frühen Phasen von Willisau sind unsere Kenntnisse noch sehr, sehr rudimentär. Also wo Willisau noch ein Dorf war, bevor es zur Stadt geworden ist, da wissen wir noch sehr wenig. Oder? Und da haben wir jetzt am Kirchenplatz können mal ein Auge voll nehmen, was aus dieser Zeit eigentlich noch im Boden schlummert. Hier. Natürlich ist es bedauerlich, dass wir in Willisau jetzt nicht die ganze Hauptgasse archäologisch untersuchen können, sondern nur einen kleinen Ausschnitt hier. Oder? Das ist nun mal einfach der Fakt. Das Positive daran ist vielleicht, dass das Thema jetzt auf dem Tisch ist, eben, dass die Archäologie eigentlich mit der Entwicklung im Baugewerbe nicht Schritt halten kann. Das hat man jetzt wirklich deutlich hier in Willisau mal zur Kenntnis genommen. Es ist auch entsprechend in den Medien gekommen. Und das Positive vielleicht an dem ist, dass eben die Diskussion jetzt angelaufen ist. Oder? Dass man muss nach Lösungen suchen, wie man in Zukunft sich in solchen Situationen verhalten. Was, wie man der Archäologie kann über die Runden helfen, solange die Bauwirtschaft dermassen boomt. Und das ist jetzt eigentlich gerade eine Arbeitsgruppe im Departement dran, da nach Lösungen zu suchen. Das finde ich jetzt eigentlich aus dieser ganzen Geschichte aus etwas Positives, das ich mitnehmen kann. Es hat immerhin etwas ausgelöst, jetzt, oder? Dass man für eine Lösung, in Zukunft gerichtete Lösung, davon arbeiten kann. Was könnte das für Lösungsansätze sein? Ja, das ist natürlich noch schwierig zu sagen jetzt. Oder? Wir haben jetzt erste Gespräche mal gehabt. Oder? Das ist noch nichts entschieden. Das ist auch noch vielleicht jetzt ein bisschen früh, da schon etwas auf den Tisch zu legen. Oder? Aber es ist klar, es ist letzten Endes muss es auch mit der Priorisierung zu tun haben bei uns, oder? Dass wir wirklich irgendwo vielleicht auch bessere Instrumente in die Hand bekommen müssen, um noch besser definieren, wo sind die wirklich absolut wichtige Stellen. Auf was darf man jetzt archäologisch wirklich überhaupt nicht verzichten? Das kann man vielleicht auch noch, gibt sicher auch noch ein Optimierungspotenzial, oder, das man ausschöpfen müssen. Dass man mit der sogenannten Prospektion, wie wir sagen, oder, dass man einfach die Verdachtsflächen, die archäologischen, besseren Griffe bekommen. Ja, also wenn Sie eine Lösung. Natürlich denkt man in erster Linie immer an Geld, oder? Das ist ja so. Aber es gibt sicher eben auch andere Möglichkeiten, wie man kann mit dieser Problematik umgehen.
Ich denke, wir haben ja bei uns ein Fundstelleninventar vom Kanton Luzern, wo wir daran arbeiten im Moment. Ich denke, ein Weg wäre jetzt eben dort, dass wir mit Prospektion, wie wir dem sagen, mit der Abklärung vom Potenzial der Fundstellen eben einen Schritt weiter kämen, oder? Mit dem Ziel, dass wir noch besser sagen können, wo sind jetzt aus wissenschaftlicher Sicht wirklich die allerwichtigsten Fundstellen, wo kann man die noch besser fassen, dass wir vielleicht von unserer Seite her vielleicht auch die Flächen schon können eingrenzen, die man archäologisch muss untersuchen muss. Das wäre jetzt zum Beispiel ein so ein Lösungsansatz, wo wir daran arbeiten. Der Grabungsleiter, der Fabian Küng, zum Hintergrund der Grabung auf dem Wilisauer Kirchenplatz. In den nächsten Jahr wird ja die Wilisauer Hauptgasse und Kirchenplatz saniert. Das muss ich Ihnen eigentlich nicht erzählen. Und im Zusammenhang mit diesen Bauarbeiten werden ja, wie das schon verschiedentlich auch in der Presse zu lesen war, die entsprechenden archäologischen Schichten hier auf diesen, was sind das, 4'000-5'000 Quadratmeter verschwinden. Die finanzielle Lage des Kantons lässt es leider nicht zu, dass man die gesamte Fläche tatsächlich archäologisch untersucht, wie das eigentlich unser Auftrag gewesen wäre. Wir haben dann können eine entsprechende, so quasi als Stichprobe, doch noch eine Fläche von 100 Quadratmetern auf dem Kirchenplatz entsprechend untersuchen. Warum gerade der Kirchenplatz? Der eine Grund ist ganz einfach, es ist eine technische Frage. Wir sind hier, die Hauptgasse, die ist Verkehrsdurchgangsstrasse. Da ist eine Grabung schon aus technischer Sicht fast nicht möglich gewesen. Zum anderen wissen wir, dass gerade im Kirchenplatz natürlich auch aus archäologischer Sicht einiges zu erwarten ist. Die ersten Aufschlüsse am Rand des Kirchenplatz hat man in den 90er Jahren gehabt, wo man gesehen hat, dass hier Befund vorhanden ist, wo eben durchaus auch die Zeit vor der Wilisauer Stadtgründung zurückreichen kann. Wir sind hier im unmittelbaren Umfeld von einer wahrscheinlich frühmittelalterlichen Kirche. Also das Dorf Wilisau, das gibt es sicher schon länger als 1000 Jahre. Und das ist ein Bereich, der bis heute fast unbekannt ist eigentlich. Das vorstädtische Wilisau, Wilisau vor der Stadtgründung um 1300. Wenn Sie den Plan hier anschauen, nur das auch noch als Übersicht, dann sehen Sie die grauen unterlegten Flächen. Das sind die Bereiche, die bis jetzt archäologisch untersucht sind in Wilisau. Die weiss-grauen Flächen, die sind bis jetzt unbekannt. Und Sie sehen durch die riesige Fläche, die hier mit der Altstadt jetzt dann, durch den Bau betroffen ist, hätten wir eigentlich einen ganz wesentlichen Ausschnitt aus der Siedlungsschicht von Wilisau erfassen können. Wir wissen von verschiedenen Sondierungen, auch im Bereich vom Rathaus, aber auch weiter oben in der Gasse, dass eigentlich auf der ganzen Fläche mit entsprechenden Befunden, mit archäologischen Befunden, aus der Stadtzeit wie aus der vorstädtischen Zeit möglicherweise zu rechnen ist. Das Wissen um die Entwicklung und das Leben in einer mittelalterlichen Kleinstadt kann anhand von Wilisau bestens angezeigt, vorgezeigt werden. Und wir haben jetzt hier natürlich mit dieser Grabung entsprechende zusätzliche Ergebnisse gehabt, die aus kulturhistorischer Sicht wirklich eigentlich unabdingbar waren. Wie gesagt, wir haben jetzt halt aus finanziellen Gründen nur können den Ausschnitt machen auf dem Kirchenplatz von knapp 100 Quadratmetern. In diesen knapp 100 Quadratmetern ist, wie zu erwarten war, entsprechend sind die Befunde vorgekommen, sowohl aus der Stadtzeit nach 1300, wie auch aus dem Jahrhundert vor der Stadtgründung um 1300. Und was da genau vorkommt, ist, werde ich Ihnen dann drinnen in der Fläche genauer können zeigen können. In der Fläche werden Sie nicht mehr sehen, was aber sehr aufschlussreich ist und sehr spannend und auch schön anzuschauen, das sind die sogenannten Profile, das sind Grabungsgrenzen entlang von der, also Grubenwände eigentlich entlang von der Grabungsgrenze, wo wir einen schönen Schnitt haben, quer durch all die Schichten, die hier im Untergrund vorhanden sind und die uns so eigentlich wirklich eine Chronologie von der Siedlungsgeschichte können geben können. Was natürlich klar ist, ist, dass wir die Strukturen, die wir hier haben, die Sie werden sehen, anhand von dieser kleinen Fläche eigentlich zu einem grossen Teil nicht verstehen. Also, da wäre für ein Verständnis und wirklich für eine sichere Interpretation von Haufen der Strukturen, die Sie werden sehen, wäre eine flächige Betrachtung eigentlich unabdingbar gewesen.
Vielleicht auch, dass ich das draußen noch zeige, sie werden in der ganzen Fläche nicht eine Mauer sehen. Es ist also nur Erdmaterial vorhanden hier im Untergrund. Farbige Erde, Dreck in verschiedensten Schichten. Das hat den Grund, dass wir hier natürlich ausgesprochen in einer Holzbauregion sind. Ich bringe hier immer gerne die Darstellung von Thibaut Schilling, wo man sieht, dass auch massive Häuser häufig wirklich einfach nur auf, wenn überhaupt, nur auf einfachen Steinreihen aufgelegt sind. Das heisst, wenn man die abräumt, dann haben sie dort relativ diffuse Spuren, wo ein Aussenstehender oder ein Laie häufig wahrscheinlich nicht wird als Spuren von einem Haus können. Und wo auch ein Archäologe zum Teil wirklich, das braucht Übung, dass man das erkennt, aber darum geht Archäologie auch an. So eine Ausgrabung geht nicht nur 2 Wochen, sondern halt in dem Fall jetzt 6 Wochen, weil man die entsprechenden Spuren entsprechend auch muss halt freilegen, präparieren und können dokumentieren, dass man sie auch versteht. Einfach jetzt einmal das Bild noch zur Illustration. Klar ist auch, dass wenn hier die Bagger werden auffahren, dass dann man die Strukturen nicht wird sehen. Also der Bagger, der wird Erdmaterial mitnehmen, Steinmaterial, aber innen wird bei den Bauarbeiten mit aller Wahrscheinlichkeit nichts auffallen, wo sie dann würden sagen, ah, voilà, da ist ja etwas, sondern sie werden einfach sehen, farbige Erde beim Baggerabtrag eigentlich nicht zu interpretieren. Die heutige Stadtstruktur ist noch 1704. Wir haben die Sondierungen, gerade auch hier unten beim Rathaus, die wir im Vorfeld, im Frühling gemacht haben, für die Vorbereitung der Sanierungsarbeiten eigentlich gesehen, dass mit aller Wahrscheinlichkeit die Häuser von der Hauptgasse im Mittelalter tatsächlich weiter vorgereicht haben. Okay, ja. Das haben wir in diesem Bereich gesehen. Hier haben wir gesehen, dass die Flucht wahrscheinlich weiter hinten liegt. Also, dass die ursprüngliche Gassenflucht wahrscheinlich gerätet, paralleler ursprünglich zur Hauptgasse gelaufen ist. Das wäre so eine Hypothese, die man im Moment aus den Ergebnissen heraus kann bringen. Im Grabungszelt innen? Ja, Sie sehen, die Gräben sind zum Teil tief geworden. Die Gräben, die Sie hier sehen, die haben eigentlich nichts mit der eigentlichen Bebauung zu tun, da, wo einmal auf dem Kirchenplatz sind, sondern es ist rein grabungstechnischer Natur. Also die sind, haben wir so angelegt, um die entsprechenden Schichten können zu verstehen. Ich glaube, ich würde einfach den Befund mal erklären, indem ich von oben nach unten gehe. Das ist fast am einfachsten, schlussendlich. Trotzdem noch ein Wort zu dem, was zu unten liegt. Zum Beispiel in der Ecke, dort unten sehen Sie einen gelblichen Lehm. Das ist eigentlich der natürliche Untergrund hier am Kirchenplatz. Der gelbliche Lehm, der Moränenlehm ist. Wenn Sie umschauen, gut, da erahnen Sie es, da haben wir es vorhanden. Sie sehen, der kommt sehr weit unten eigentlich. Alle andersfarbigen Schichten, alle die dunklen, dunkelbraun bis grauen Schichten, bis roten Schichten, das sind künstliche oder vom Mensch geschaffene Schichten. Also Sie sehen, es passiert hier unter dem Kirchenplatz sehr viel. Grundsätzlich einmal. Was uns am Anfang wirklich eigentlich fast überrascht hat, war der Umstand, dass unmittelbar unter der heutigen Pflasterung, ich hätte jetzt fast einen Laserpointer dabei haben, dass sie unmittelbar unter der heutigen Pflasterung, die Sie beispielsweise hier in der Ecke sehr gut sehen, eine schwarze Brandschutzschicht vorgekommen ist. Das ist das Nummer 3, die Sie hier sehen. Die haben wir auf der ganzen Fläche. Und die Brandschutzschicht, die stammt von einer der Zerstörungen von Willisau eben am Ende des 14. Jahrhunderts. Willisau ist ja 1375 und 1386 durch einen Brand zerstört worden. Der Umstand, dass wir jetzt hier unmittelbar das 14. Jahrhundert haben, Sie sehen, das sind manchmal nur 20-30 cm unter der heutigen Pflasterung, das zeigt, dass hier eigentlich Jahrhunderte an Schichten eigentlich verschwunden sind, bereits in früherer Zeit. Wahrscheinlich hat das damit zu tun, dass wir den Kirchenplatz nach dem Brand von 1704 eben als den Platz, wie wir ihn heute haben, geschaffen hat und entsprechend eine Pflasterung eingerichtet hat, die bereits auf der Höhe ist von der heutigen. Also damals dürfte das späte Mittelalter entfernt worden sind. Der Brandschutz stammt, wie ich das vielleicht gerade vorher schon gesagt habe, von den Holzgebäuden hier im Städtli Willisau. Die Häuser sind offensichtlich bis auf die Grundmauern abgebrannt.
Wir haben hier in der Grabungsfläche innen Reste von solchen Gebäuden angetroffen. Und zwar, so wie es aussieht, von einem ausgedehnten Haus. Also wir haben innerhalb von dieser Grabungsfläche, die wir hier haben, von diesen 100 Quadratmetern, eigentlich keine sichere Unterteilung von dem Gebäude können feststellen. Das heisst, wir haben es mit einem grossen Gebäude zu tun, das an dieser Stelle gestanden ist. Und das ist jetzt ein bisschen abstrakt, das muss ich Ihnen auf Bilder zeigen. Das Gebäude hat sich von hier, hat hier eine Fassade gehabt und sich in diese Richtung erstreckt. Das heisst, es liegt eigentlich einfach in der Flucht von der heutigen Hauptgasse Häuserziele. Da, wo ich jetzt stehe, ist der Aussenbereich von dem Gebäude gewesen. An dieser Stelle, das sehen Sie zum Teil auch noch in den Schnitt, vor allem auch hier vorne, die ganzen Kissel, die Bohlensteine, die Sie hier haben, die gehören zu einer Strasse, zu einer Gassenpflasterung, wo die Hauptgasse im Mittelalter offenbar befestigt ist damit. Also wir haben hier eine gut ausgebaute Strasse, das ist ja auch die Hauptverkehrsachse innerhalb des Städtli. Welche Funktion das Gebäude hat, wo, wie gesagt, sich in diesem Bereich hier befunden hat, das können wir anhand des Ausschnitts, den wir haben, nicht sicher sagen. Es ist auffällig gesehen, dass wir gesehen haben, dass das Gebäude zur Gasse keine massive Mauer oder Wand hatte, sondern höchstens möglicherweise mit so Unterlagen, also mit Pfeiler befestigt war. Und möglicherweise haben wir hier tatsächlich, als Arbeitshypothese, die frühe Märthalle von der Stadt Willisau, die sich ja auch im Spätmittelalter ab dem 15. Jahrhundert an dieser Stelle befunden hat, dann als Metzg, als Tuchlaube im Obergeschoss dann als ein mehrstöckiges Gebäude. Wie das denn da im 14. Jahrhundert aussieht, in den Schichten, wo wir freigelegt haben zu dem Haus, können wir nicht genau sagen. Als Illustration vielleicht, wie man sich so etwas vorstellen kann, hier die Märthalle von Nolet in Burgund. Sie sehen, das Haus steht auf ganz vielen Pfeiler, die abgestützt sind auf so Unterlagssteine. Wenn Sie das Gebäude, wenn das abbrennt oder wenn Sie das abräumen, bleibt im Boden, wie Sie sehen, nicht mehr viel vorhanden. Und das ist eigentlich eine sehr ähnliche Situation, wie wir es hier am Kirchenplatz auch hatten. Ich gehe jetzt schnell hier runter, um Ihnen schnell zu zeigen. Ich lasse dich nicht vertreiben. Da sehen Sie die Abfolge für. Wir sind ja jetzt immer in der Stadtzeit von Willisau, in der Zeit nach 1300. Da sehen Sie die Abfolge noch einmal sehr schön. Die heutige Pflasterung, unmittelbar darunter Brandschutt, verbrannte Materialien von den verbrannten Häusern von Willisau. Und dann darunter zweimal jeweils ein Lehmboden, wo an der Oberfläche, Sie sehen es sehr schön, die entsprechende Brandschicht zeigt, die verkohlte. Das dünne Bändchen ist eigentlich die Schicht, die damals begangen worden ist. Die haben wir hier wirklich auf der ganzen Fläche schlussendlich gehabt. Sie können es, wir haben es zweimal. Auch hier gibt es Hinweise auf einen Brand, auf dieser Höhe. Hypothetisch können wir sagen, wir sind hier in den Gebäuden von 1375 und hier in den Gebäuden von 1386. Das Fundmaterial im archäologischen Zusammenhang ist halt nicht so häufig nicht so, dass man es so fein datieren kann, auf 15, 20 Jahre genau. Zeitlich passt das alles sehr gut in diese Epoche. So viel also zur Stadtzeit. Wenn Sie schauen, rundherum, wir sind hier auf dieser Höhe, sind wir beim Städtebau.